Hallo, 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 der Mero hier mit Let's Play Your Level. Der nächste Hack kommt von jemandem, der nicht in der Lage war, seinen Namen dazu zu schreiben, deswegen heißt er jetzt Christian. Christian, wenn du das hier siehst und das dein Level ist, dann sag mal Bescheid. Leute, ich brauche einen YouTube-Namen. Ich möchte dich Christian und Michael und Jan und hast du nicht gesehen, oben in den Titel schreiben. Ich möchte eure YouTube-Namen haben, bitte. Das Plus an der Datei bedeutet, dass ich bitte doch auf jeden Fall... Das ist einfach nur Kaizo, kann das sein? Dass ich doch bitte auf jeden Fall safe staten soll. Wenn du mir jetzt einfach nur die Kaizo rumgeschickt hast, dann trete ich dir sowas von in den Arsch, dass du das ein Jahr später noch merkst und an mich denken wirst. Das ist die Kaiserom. Sag mal, hältst du mich für blöd? Ich glaube, das tust du. Gut, auf zum nächsten. Du kommst nicht einmal in den Titel. DMPO. Hi. Hi, DMPO. Ging jetzt alles etwas schnell mit uns beiden, aber... Hui! Hallo, 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 der Emero hier. Nein, Spaß beiseite. Ich hoffe, dir gefällt der Hack. DMPO. Okay. Entschuldigung, was so... Warum schickt man mir einen IPS-Patch zu Kaizo Mario? Den Scheiß habe ich jetzt dreimal durchgespielt. Irgendwie für die Welt. Reicht. Hello, sorry, I'm not home. Okay. Wir gucken erstmal nach rechts. Einfach... Weil nach rechts gucken halt dazu gehört. Dann gucken wir nach links und finden raus, rechts war das falsche Level. Links war das richtige... der Spawn war jetzt vielleicht ein Tick... Oh, ist das machbar? Yep. Ist bestimmt machbar. Ja! Dafür gibt es dann die Reise in den... Pilztunnelgraben. Für einen extra Pilz. Und dann geht es hier rund. Gott. Sowas ist... bösartig. Sowas finde ich persönlich immer schrecklich gemein. Ja. Das Trampolin brauchst du noch und entscheide dich weise. Eine Seite ist eine Falle, die andere enthält eine kleine... Das macht man nicht. Das ist... das nein. Das, sowas ist kein gutes Level-Design. Wirklich nicht. Wo will ich überhaupt lang? Ich kann hier oben halt einfach mal das komplette Level skippen und ich weiß nicht, ob das andersrum auch so sinnvolles Level-Design ist, wenn ich ein Level bekomme und das Level einfach komplett skippen kann. Jetzt mal ernsthaft. Okay, das haben wir alles mal nicht gesehen. Wir nehmen diese Wolkenbrücke. Kann man dazu Brücke sagen? Wir sagen dazu jetzt einfach Brücke, mal bis hier. Und finden eine Menge Goombas und Boden, den man nicht sehen kann. Was ich ja persönlich schon wieder wahnsinnig liebe, wie man weiß. Und dafür... Oh, ich hätte jetzt eigentlich mit dem Tod gerechnet, okay. Ja. Vom Standpunkt, das Ganze könnte auch in einem Hack stecken, Perspektive, sind zwei Monde jetzt so früh vielleicht ein bisschen übertrieben. Und... Jai, vielleicht wollte ich ja doch da hoch. Ich weiß es nicht. Nein, wir gehen hier lang. Ich habe das Gefühl, ich komme da nicht lang, wenn ich mir das Sprungbrett mitnehmen will. Okay, wir tun einfach so, als hätten wir den Mond da unten eingesammelt. Sagen nochmal dieser Wolkenbrücke hier hallo. Und mit dieser Wolkenbrücke dann machen wir uns auf den Weg... Ups, das hat hoffentlich zweimal keiner gesehen. Machen wir uns dann auf den fucking Weg. Okay, ganz ehrlich, ich glaube, ja, das passt aus. Ich bin so blöd. Ich bin so verflucht blöd. Alter. Da geht's nicht rein. So. Rex. Und das sieht tödlich aus. Das ist auch tödlich. Dann ist das ein fieser Sprung. So, lass mich raten. Ist das hier die Falle, von der du geredet hast? Ahaha, das ist ja so witzig. Oh Gott, ist das witzig. Mensch. Ich hätte mir ja schon fast ans Bein geschifft vor Lachen. Warum tut man sowas? Hey, eine tolle Belohnung. Ich frage mich, ob man anhand der Belohnung schnell erkennen kann, wo die Falle liegt. Antwort ja. Und der Sprung hier ist, glaube ich, sogar klein ja. Ganz, ganz gut drin. Das ist dann nochmal. Jetzt können wir das Ding eigentlich wegschmeißen, denn das kriegen wir nicht hin. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Disco. So. Jeppa, jeppa, you. Da hat jemand
ganz großzügig viele Yoshi-Coins hingelegt. Oh, ich bin überrascht. Oh nein. Bitte sag mir nicht, dass es das wird, was ich denke, was es wird. Wir gehen erst nochmal hier weiter und finden einfach jede Menge Bullet-Builds. Und mehr Level. Ich bin jetzt verwirrt. Was ist in der Röhre? Hier ist das Ziel. Okay, ich habe das Ziel gefunden. Dann würde ich doch gerne auf jeden Fall nochmal gucken, was in der Röhre ist. Was ist in der Röhre? Es sah aus wie ein Mancha-Run. Darauf freue ich mich ja schon sehr. Es ist ein Mancha-Peace-Witch-Run. Das ist für die Leute, die den Mund nicht voll genug kriegen können und einfach beides wollen. Warte mal auf. Das ist jetzt ungefähr so toll wie... Oh Gott, okay. Man kennt meine Freude für Peacewish und Mancha Runs. Und bitte sag mir nicht, dass mich das jetzt in dieser einen Röhre da hinten wieder ausspuckt. Es spuckt mich ganz am Anfang wieder aus. Meine Freunde, das hier ist super Level-Design. Nämlich überhaupt nicht. Ich finde ein Geheimnis und werde damit belohnt, dass ich das komplette Level nochmal spielen muss. Das ist vielleicht eine klitzekleine Entscheidung, die man überdenken möchte, / sollte. Definitiv sollte. Das ist nicht so cool, Freundchen. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich dem Level keine größeren Fehler ansehen konnte. Was an sich schon mal immer ganz gut ist. Okay, lassen wir das. Doch, natürlich, hier. Haha, ganz witzig. Also wirklich, ich habe mich immer noch nicht erholt von dem Lacher. Den solltest du öfter in dein Level einbauen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte. Tu es nicht. Ganz ehrlich, mach's nicht. Und jetzt kommst du, aber Abby hat gesagt, dann sag ich nein. Habe ich nicht. Das ist nämlich nicht cool. Okay, haben wir jetzt genug Neins und Nichts eingebaut in den Satz, um klarzumachen, dass das nicht geht? Ja, haben wir? Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir dem Level wegen der Falle und wegen diesem leicht blöd überdachten... Ja, ich muss halt gerade für die Falle große Abzüge geben. 2,5 kann ich dafür geben. Moment, das ist eigentlich... Eigentlich ist es ein Gamebreaker. Eigentlich, na, da. Eigentlich kann ich dafür nicht mehr als 2 geben. Ich gebe 2. Weil das echt ein riesiger Arschloch-Move ist. Ich meine, du hast vorgewarnt, aber trotzdem... No. No. So, wir machen weiter mit Dragonika-Fan. Will ja jetzt gucken, dass ich zeitlich, wenn es so kurze Level sind, beziehungsweise wenn ich so durchflitzen kann, dass wir 2 machen, dass wir so auf 10, 15 Minuten pro Video kommen. Das ist immer ganz schön. Huch, da sind Monde im Intro. Das fängt gut an. Hallo, hallo, hallo. Danke, dass du meinen Hack spielst. Mit freundlichen Grüßen, Dragonika-Fan. Auch wenn ich jetzt entweder mich oder den Bildschirm drehen müsste, damit mich diese Monde richtig anlächeln können. Ist schon okay, lassen wir so stehen. Mein Level. Dann gucken wir uns mal dein Level an. Hi, M.O. Bin ja immer so ein bisschen kritisch, was meine Spitznamen angeht. Ich hoffe, du hast Spaß, ist mein erster Hack. Okay. Ich bin ja immer so ein bisschen kritisch und Emmy erinnert mich immer an, war das eine Frischkäsemarke oder so? Irgendwas war das doch. Mit Doppel-M und einem I. Ich weiß es nicht mehr, was es war. Es war irgendwas. Lass mich raten, ich brauche diesen Peacewitch da hinten. Ich möchte aber erst in die Röhre gucken. Die ist nämlich nix. Und das hier habe ich meiner Ansicht nach mal ziemlich gut interpretiert, denn ich habe... What the fuck? Warum sind die denn umgedreht? Warum ist hier alles verkehrt herum? Irgendwas läuft hier schief. Und er deckt die Lücken ab. Das ist cool. Das ist ganz nett. Halb. Ich da rein. Ja, ich kann da rein. Schön, was ist hier los? eine Feder. Ja, okay. Wird damit mal mehr Power-Ups. Mensch. Wer hat denn die Wii U hier in den Raum gestellt? Also ich war das nicht. Es könnte natürlich auch... Hi, Emmy. Ich habe gehört, du brauchst ein bisschen Hilfe. Nach der Feder eigentlich nicht, aber es ist nett, dass du an mich denkst, Yoshi. Nehme ich an. So ein bisschen. Jetzt komme ich in der grauen Röhre raus. Ja, das ist sogar ganz sinnvoll gedacht. Das ist nämlich nicht zu weit. Aber wie willst du mir denn jetzt helfen, Yoshi? Du kommst darüber. Oh, perfekt. Oh, schön. Okay, ich möchte trotzdem mal wissen, was in die Richtung hier passiert. Wenn ich den P-Switch drücke. Ich kriege noch einen Yoshi, weil ich anscheinend ganz viel Hilfe brauche.
und das da unten hat mich sehr irritiert. Wow. Macht es? Genau, das macht so lustige Interaktionen mit mir in der Luft, wenn ich hier auf dieses Seegras springe. Das ist immer ein Lacher wert. Ist das eine Röhre? Funktionierst du als Röhre? Nee, ne? Nee. Funktionierst du von der anderen Seite als Röhre? Du ergibst erstmal eckenmäßig überhaupt keinen Sinn, aber das ist okay. So, gehen wir weiter. Da ist ein Mönchen für Moa. Oh, der ist ganz, ganz, ganz gefährlich bewacht, aber das kriegen wir hin. Wie die Schatzjäger. Oh, da oben ist eine Münze. Da unten ist vermutlich auch noch irgendwas, aber wir gucken erstmal hoch. Oh, mehr Power-Ups? Ja, eine Feder. Noch eine Feder. Und so langsam läuft mir die Zeit davon. Ich sollte mich mit meinen Erkundungen... Ach, das ist ganz schön, okay. Dachte schon, ich sterbe jetzt. Sollte mich mit meinen Erkundungen mal ein bisschen beeilen. Ja, 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 ja. Tschüss, Yoshi. Tschüss, Feder. Ich habe ja noch eine zweite. Hab da was vorbereitet quasi. Oder geplant. Oder... Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, ich komme sonst hier nicht mehr hoch. Okay. Das war knapp. Ne, zeitlich 69 Sekunden, das ist okay. Wäre auf jeden Fall nicht an der Zeit verreckt. Ich habe auch alles erkundet und hatte trotzdem... Ja, ich würde sagen, zeitmäßig ist das okay. Dein Level war ganz schön. Lieber Dragonika... War doch Dragonika-Fan. Oh Gott, ich komme mit euren Namen so durcheinander. Ja. War ganz schön, das Level. Nach den letzten geben wir dafür einfach mal... Dreie mit eher so 2,5 Tendenz, aber Dreie. Weil es halt noch okay war. Ja, auf jeden Fall. Danke ich euch wieder fürs Zusehen. Das war's mit Let's Play Level für heute. Mit diesen beiden Hacks. Man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.